Grüße euch, Freunde des Entitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight und zu einer neuen Folge Kamera schaute drüber. Heute haben wir wieder ein Video vom lieben Apfelmus, allerdings von seinem Zweitkanal, nehme ich an. Auf jeden Fall spielt ihr hier Huntress und das Video ist betitelt als spannende Runde mit Huntress. Und ich bin gespannt, ob die Runde wirklich spannend ist, und wir zappen rein. So, widerliches Schlachthaus, schöner Huntress-Skin übrigens, wunderbar. So, und wir schauen uns mal die Addons und die Perks an, und es fällt auf, Apfelmus spielt wieder Perkless, genauso wie er es in seiner Blight-Runde getan hat. Und dann schauen wir mal auf die Perks. Wir haben einmal No Way Out, dann Iron Maiden, dann das Dretsche-Perk, was ich nie benennen kann, weil ich nie nachschaue. Und zum guten Schluss noch tödlicher Verfolger. Ein sehr solider Huntress-Bild auf jeden Fall. Und so würde ich sagen, lass die Jagd beginnen. Ja, tödlicher Verfolger. Ich bin auch ein wirklicher Fan von diesem Perk tatsächlich. Kann man eigentlich auch so gut wie auf jedem Killer spielen. Ist echt der Wahnsinn. Und da geht einer rein, da geht ein Hit rein. Ja, wunderbar. Ich glaube, es ist noch ein bisschen laut. Ich habe es aber schon so super niedrig. Die Aufnahme an sich ist wahrscheinlich sehr laut. Aber so sollte es eigentlich gehen. Wobei es ist, glaube ich, ein bisschen leise. Ja, so geht's, glaube ich. So. Und da sehe ich doch den ersten Down. Rein da. Ah. Komm jetzt aber ran. Was? Jetzt. Oder schmeißen Beil. Aber wir beide sparen wahrscheinlich. Zack. Reingesemmelt. Oh, ist doch ganz schön laut, ey. Das gibt's gar nicht. Okay, machen wir so. Ja, lass mal den Pegel mal so. Wenn hier Sachen passieren, das ist wirklich schon laut. Das zappt meinen Pegel schon fast ins... Oh, da wäre ein Beil drin gewesen. Oh, da ist wunderbar. Gut reagiert. Sehr gut reagiert. Okay, wo ist die Sarina? Komm, da sehe ich Beil. Da sehe ich einen Beilwurf. Komm, die ist lost. Beil. Ah, jetzt. Okay, es geht auch so. Aber Beile schmeißen. Immer schön die Beile schmeißen. Komm, da hättest du einen Beil schmeißen können. Und jetzt hier, da sehe ich einen Beil. Genau. Wunderbar. Oh, richtig schön. Übers Stroh und an den Kopf und so muss das sein. Da geht ein Boon an. Okay, die sind alle sehr altruistisch, glaube ich, so heißt das. Wenn man unbedingt Leute, also wenn man unbedingt retten will, keinen im Stich lassen möchte, dann sagt man ja auch ganz gerne, der Altruismus kickt richtig rein. Und ich glaube, bei den Survivern ist das so. Die wollen um jeden Preis wollen die ihre Mates haben. Und da ist das Dretsche-Perk, was richtig reinkickt. Und, ah, da war aber schön. Guck mal, zwei Leute sind hier. Zwei Leute, die keine Gens machen. Und die sind alle hier. Und es macht keiner einen Gen. Komm, rein da. Rein, hack in die. Oh, du willst beischmeißen. Ah. Richtig schön, die Palette. Okay. Oh, ja, die machen alle keine Gens hier. Ah, das ist ein stupid Scheiß, ne? Komm, in die Yui reinhacken. Nimm, was du kriegen kannst. Ja, die wartet, okay. Oh, aber war auf jeden Fall gut mitgedacht. Jetzt aber, da kriegst du richtig... Ah, okay. Aber so geht's mir manchmal auch. Da oben. Ja, dieses... ich muss echt mal gucken, wie das Perk heißt. Aber das ist wirklich top. Da rein, da. Wunderbar. Hat sich gerade erst geheilt, ne? Oh, und was? Oh, und jetzt kommt sie dir vor die Flinte. Jawohl, zack. Uff. Einfach nur uff. Also, wir werden die Haken gesammelt, Leute. Ah, wunderbar. Ja, es ist wirklich auch, das ist ein gutes Perk auf der Hand. Ich wusste gleich, als die Dretsche rauskam und ich dieses Perk gelesen habe, ich wusste sofort, das Ding, Trickster Huntress und go. So, da kommen sie schon wieder alle angeschlichen. Wahrscheinlich macht keiner einen Gen. Also du weißt auf jeden Fall, dass die Sarina ist da am Hügel.
Das ist schon mal gut zu wissen. Guck mal, da einer hockt einfach in der Scheck. Da, die hat Sprintboost. Guck mal, die hockt dahinter, ne? Wie geil! Oh, komm, die kriegst du easy. Zack, weg damit. Und dann kommt Sarina. Oh, die hat richtig Bad Timing. Oh, richtig Bad Timing. Und jetzt versuche ich sie, ne? Oh, und weggegrabbelt. Oh, geil. Richtig gut reagiert. Ich hätte wahrscheinlich aus Panik geschlagen. Aber du richtig schön noch das Ball weggesteckt. So, jetzt grabbel ich dich. Wow. Wunderbar. Ja, sag ich ja. Die sind sehr altruistisch. Die Feng hat von alleine aufstehen hier. Wenn der jetzt einen getroffen hätte, ist nicht jetzt so gefeiert, ey. Ja, die machen einfach keine Gens. Also rennen drei Leute los, wenn einer am Haken hängt. Und da ist die Feng. Zack. Ich weiß nicht, was ihr Plan war. Also sie. Also, hä? Das entzieht sich gerade meinem Verständnis. Und jetzt gibt's Basement Time. Okay, also die hatte. Oh, dann nicht Basement Time. Okay, das ist auch gut. Oh, die bleibt stehen. Ja, ja. Ja, ah, okay. Jetzt vielleicht doch den Keller wählen sollen. Okay, aber du weißt dafür, die. Die Sarina ist dead on hook. Oh, und da wird mal wieder ein Gen fertig. Ja, da sehe ich doch einen Beilwurf. Da, jetzt Beil. Ah, da hättest du einfach, da hättest du Beil ziehen müssen. Das ist immer, da musst du, wenn die gerade auf die Palette zulaufen, immer das Beil ziehen. Beil und zack, die sind so weg dann. Da hättest du wirklich das Beil schmeißen müssen, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall der bessere Weg gewesen. Beil, genau, und jetzt zack, wunderbar, richtig schön in den Rücken rein. Ja, als Huntress immer schön Beile schmeißen, Leute. Ich muss mir das auch immer angewöhnen und mich selber auch dazu zwingen teilweise, aber werft die Beile. Okay, No Way Out ist voll aufgeladen. Keiner ist in der Nähe von einem Schließschrank. Das heißt, sie sind schon mal... Hier sind sie alle drin, ne? Hier, da ist so ein bisschen gepanickt. Oh, 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 da war eine Falle am Jenny. Also vorzugsweise würde ich sagen, dass du die Sarina jagst, weil die ist ja wie gesagt der Tornhook, da muss man dringend einen rauskriegen. Jetzt. Okay, Michaela. Why? Okay, die wird zum Schweinebaum. Denk an die Beile, genau, du musst die Beile. Die Beile, schmal, gerade jetzt hier am Schweinebaum bist du mit einem langsamen Killer immer im Nachteil. Und kleiner Tipp beim Schweinebaum, immer gegen den Uhrzeigersinn rennen, denn dann können die das Fenster auch nicht so gut nehmen. Zack, hat sie gut geblockt auf jeden Fall. Hat sie sehr, sehr gut geblockt, die Yui. Okay, denk an das Ball, denk an das Ball, das ist die Yui. Und, ja, da. Okay, du hast aber drei Verletzte, da ist Yui, zack. Okay, du hast keine Beile, nachladen auf jeden Fall. Gucken, vielleicht sagt dir der Dretsche-Perk, wo wer ist. Und na, es war niemand gesehen. Aber da ist ein Kratzspur. Das ist Michaela. Let's go in Michaela rein. Ah, da ist ein Boon, ne? Ah, okay, es ist aber kein Shadow Step. Die tut ja. Da hast du gesehen, da ist einer drin. Genau, genau. Wunder, hast du gesehen. Das ist Sarina und die würde ich jetzt auch vorzugsweise jagen, denn die ist, wie gesagt, die ist tot. Du entscheidest aber für Yui, zack. Okay, dann würde ich auch sagen, heb Yui jetzt auf. Und ein Hook, wunderbar. So. Retro Perk geht wieder an. Keiner ist in der Nähe von Schließschränken. Das ist mal ganz wichtig, das Perk zeigt dir nur Leute an, die in der Nähe von Schränken sind. Ja, da war wieder Sarina, Michaela ist auch hier. Da wird wieder das Boon ausgeschaltet. Und ich würde die da, du musst die da halt jagen, ohne einen Ball zu ziehen. Du musst die Palette haben. Ja, oh, perfekt. Die Palette hast du. Weil das sind so Loops, da bist du als langsamer Killer echt gekniffen. Aber wenn die,
weil der Loop ist einfach sehr, wenn du da keine guten Mindgames hinkriegst, der Loop ist sehr lang für einen Killer, der geslowt läuft. Und da willst du einfach die Palette haben. Da ist doch wer. Wer ist denn da? Ist das die Michaela? Ja, nee, es ist die Bang. Und jetzt kommt. Oh, was ein schöner Wurf. Der richtig schön mit Schmack ist da reingeschmissen, ey. Und da geht der Jen in dem Schlachthaus an, glaube ich, ne? Ja, es war das Schlachthaus, Jen. Und wieder, die Michaela ist so krass am Buhnen. Und der Schlachthaus, Jen, der einer von denen hat Beweise nicht dabei. Der ging nämlich Ruki Zuki. Außerdem habe ich die Vermutung, dass das hier eine SWF ist. Denn guck, die legt schon wieder einen Boon an. Ja, die ist ja richtig on top. Da hinten sitzt schon wieder. Ah, wir haben Doppelbooner hier. Okay, ist also nicht nur die Michaela, die am Boon ist, sondern wir haben zwei Leute, die Boonen. Okay, das ist Michaela, wie gesagt, Sarina ist das. Komm, da muss gleich das Beil gezogen werden und zack, rennen. Du bist ein langsamer Killer, du. Arbeitest über Range. Das muss auf jeden Fall lutschen. Zack, perfekt. Man muss sich auch mal trauen, über Range zu schmeißen. Ja, siehst du, geht doch. Wunderbar. Oh, Flashlight Safe, der nichts bringt. So, erstmal einen Haken. Geh nicht drauf ein. Genau, die läuft ganz woanders hin. Die läuft weg. So, alle sind dead on hook. Alle. Also egal, wen du jetzt erwischen tust, alle sind fertig für den Entitus. Genau, erstmal nachladen. Beile sind wichtig. Beile sind wichtig. Und vielleicht hättest du den Loop am Schweinebaum eingehen sollen, denn Michaela hängt in der Nähe vom Schweinebaum. Also, wenn du da die Yui loopen oder geloopt hättest, hätte das vielleicht die anderen abgeschreckt zum Retten. Das musst du immer ausnutzen. Ja, wenn die Leute. Guck mal, die Yui ist sogar noch da. Also geh den Loop ein. Wunderbar. Zack. Und zack. Okay, damit ist Michaela beschäftigt und Yui ist raus. So, zack, dann haben wir den ersten raus. Das heißt aber auch, die anderen sind gerade am Gen machen. Ja, es kam keiner retten. Das heißt, die sind wahrscheinlich alle an einem Gen. Da würde ich genau machen. Long Shot jetzt durchs Feld. Mal immer versuchen. Egal. Also Übung macht den Meister. Gerade bei Huntress ist das super, super wichtig. Ja, das war jetzt ein bisschen verspätet, ne? Aber die war ja schon weg, wo du das Bein nach oben gehoben hast. Aber da höre ich den Gen am Hügel. Ja, hast du den auch gehört? Der am Hügel war, glaube ich, auch so weit. Also wenn wir zwei Gens, die weit sind, auf jeden Fall. Keiner hier in der Nähe. Okay. Aber hier ist jemand. Hier ist jemand da. Haha, die Fang macht hier Scherze rein. Und jetzt Longshot durchs Feld auf die Fang und Ende im Gelände. Ah, gut, da war der Hügel-Gen, habe ich gesagt. Okay, es wird doch noch knapp. Die. Am Anfang haben die sich richtig Zeit gelassen mit den Gens, aber jetzt, wo sie merken, der könnte uns doch noch holen hier. Oh ja, oh, richtig gut gemacht. Richtig gut. Und jetzt reinlanzen da. Jawoll. Ja, genau. Oh, richtig gutes Mindgame gespielt hier. Uff, 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 uff. Weiter ist raus. Peng ist auch raus. Also alle sind, wie gesagt, dead on hook. Und das war schon mega, mega geil. Das war gerade ein richtig cooles Mindgame. Kann man gar nicht anders sagen. So verbleiben Michaela und Sarina. Der Gen hier ist sehr, sehr weit. Das war dann noch ein Abschiedsgeschenk von der Fang, würde ich sagen. Und das heißt, die anderen wissen, dass der Gen auf jeden Fall, dass da jemand dran gearbeitet hat, in die Sprengfalle. Zeichnen Generator ja mit gelber Aura für die anderen Überlebenden an. Deswegen
Gehe ich mal davon aus. Ah, Sarina. Da, 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 da. Und sie hat Sprintboost genau gut nicht geschlagen. Und, ah, okay, Ball fliegt daneben. Und, ah, das war auch nichts. Okay, der hat nur ein bisschen Schwung vom Sprintboost gehabt. Oh, und da hat sie nicht ganz aufgepasst. Sarina, jetzt hast du einen drin. Oh, und du willst Beine schmeißen. Und wunderbar, wunderbar das Ball. Und jetzt, ja, Gottpalette. Und das war's, ne? Aber die... Ah, diese Heuballen da an der Ecke, ne, die stehen da nicht ohne Grund, genau, nämlich um das zu verhindern. Okay, hat sie gut gemacht, hat gut die Heuballen gespielt, die Gottpalette ist weg, aber da bist du schon wieder und... Ah, okay, ah, das hat sie richtig gut gemacht. Ja, aber also gerade auch beim Beide schmeißen muss man auch so ein bisschen mindgamen, ja. Und die will... Ah, doch nicht. Aber die Palette... Ah. Hättest die Palette mal weggenommen, genau. Okay, jetzt Long... Oh, richtig schöner Longshot durchs Feld. Oh, der war Zucker. Das war der geil. Oh, den habe ich richtig gefühlt, Leute. Den habe ich richtig gefühlt. Und da war es nur noch einer. Okay, Michaela ist die letzte im Bunde. Das heißt, die Hedge... spawnt jetzt gleich, das heißt No Way Out hat leider wahrscheinlich, also hat leider keinen Impact. Außer du findest natürlich die Hedge und machst sie zu. Da läuft die, Alter, und jetzt kommt Longshot und trifft die, Alter. Jetzt vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen höher. Na, also Huntress ist wirklich viel, viel Übung. Ne? Gerade auch wenn man die länger nicht gespielt hat, die gute Dame. Ja, okay. Schade. Da entkommt dir die Michaela. Also, leider kein No Way Out Impact. Schade. Aber an sich war das schon eine ziemlich gute Runde, muss ich sagen. Also war auf jeden Fall... Das hasse ich, wenn die Videos zu kurz sind. Jetzt muss ich da wieder was wegschneiden. So. War auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool die Runde. Muss ich wirklich sagen. Also, wow. Auf jeden Fall für einen Add-on-less... Run nicht schlecht. Die Perks waren gut gewählt. Die Würfe, gut, mehr werfen mit der Hand wird auf jeden Fall. Sich selber dazu auch treiben. Ich sage, komm, jetzt muss ich einen Beil schmeißen. Jetzt schmeiße ich einen Beil. Gerade da, wo die Yui gerade auf die Palette zugerannt ist, ne, da hättest du einfach das Beil schmeißen müssen. Ansonsten kann ich nicht viel bemängeln. War eine Top-Runde. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, liebe Leute. In dem Sinne würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne und ciao.